Servus Leute, wie geht's euch heute? Spitz wieder Rolle, Mengenwanz und ich heiße schaut alle wieder herzlich willkommen zu Champions of Mordor, die Oberherren-Grubenkämpfe. Wurde ja mal wieder Zeit, dass da ein bisschen mal wieder was aufgelockert wird. Es sind wieder haufenweise Untote in meiner Garnison und natürlich müssen die natürlich auch ein bisschen in die ewigen Kriegsgründe gelangen, ne? Ich glaube, der könnte vielleicht ein ganz guter Gegner sein. Ich finde es so geil bei Abaruk, dass dem sein Gesicht, wie das aussieht mittlerweile. Das ist so der geil. Das ist so der Hammer, ey. Naja, jetzt erstmal Gift dran. Dieser Einsatz, also der ist ja gleichzeitig, der hätte auch fast ein Zerstörer sein können. Der hat ja die Fähigkeiten vom Zerstörer und einem Brecher. Das ist. Ja, schon nicht übel. Brauche eigentlich auch als Brecher. Und er macht ein bisschen Schaden. Ja, da gibt es erstmal was hinterher. Jetzt gibt er dem erstmal ordentlich eins in die Fresse. Banditenbolaste wurde rausgeholt. Bis jetzt. Oh, und er wird schön in den Bauch gestochen. Ah, das tut weh, ne? Naja, was soll denn dann die Milz dazu sagen, ne? Erstmal die Welle der Macht rausgehauen. Scheint, dass er nicht ganz Gift im. Boah, das war ein Schlag und den hat selbst nochmal sein Großvater gefühlt. Oh, ja. Jetzt wieder mal ein Stich in den in Nähe des Bauchnabels. Nein. Abaruk, du musst dich umdrehen. Boah, und der Ogbo, der gibt aber nicht auf. Der möchte nicht aufgeben. Der will heute nochmal richtig wissen. Abaruk, oh, jetzt wird nochmal. Das wird nochmal spannend. Das wird nochmal spannend. Am Anfang hat Abaruk sehr dominiert. Jetzt aber tut Ogbo richtig, der schleppt Kohlen auf. Der gibt richtig Gas. Der hat gerade mal sich die Ersatzproteine hat er sich nochmal raus. Hat er sich mobilisiert hier. Wah. Jetzt ist er erzürnt und. Da gibt es aber nochmal eine Welle der Macht. Dagegen kann halt sowas. Das bringt halt gar nichts für die. Gegen die Orlocks, gell. Wenn die dann halt einmal das machen, da haben die kleineren Uruks überhaupt keine Chance. Aber Abaruk, der Leibeigene, ist gefallen. Und damit gewinnt Ogbur nach einem feinen Kämpfchen, ne? Weiter geht's. Oh, ein Feuerkämpfer. Die Menge schreit für dich. Ich lasse dich für sie schreien. Gegen unseren Kruk, den Unreinen. Ich muss echt sagen, ich feiere das Aussehen von dem. Es sieht so genial aus. So, jetzt gibt es erstmal hier. Zur Begrüßung gibt es erstmal eine Schelle. Ne? So macht man das natürlich so hier. Man öffnet die Tür und dann schlägt man einem direkt eine so nahe, dass man durch die halbe Wohnung fliegt. Aber hier Kruk hat schon mal ganz guten Schaden gemacht gegen den Orlok und den. Also man muss ganz ehrlich sagen, der Orlok hat viel mehr Probleme mit dem Feuer als Kruk und der kriegt ordentlich Schaden durch das Feuer. Aber der greift am und das gefällt mir daran. Boah, nice. Und der will nicht aufgeben. Und tatsächlich am Ende hat er auch noch gewonnen. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Schicke Sache von unserem lieben Kruk. Weiter geht's. Nächste Runde. Hier. Hork die Schlange. Die haben es irgendwie sehr häufig mit ihren Innereien. So, Kruk. Berserker gegen Meuchler. Schöner Einsatz von den epischen Wurfmessern. Und dann auch noch ein geiler Hechtsprung nach vorne. Also der gibt's dem wirklich. Obwohl ja die Berserker, die eigentlich mehr oder weniger die ungekrönten Könige eigentlich der Kampfgruben sind. Ne? Enger Raum mit wenig Platz ist halt schon ein bisschen ein Vorteil für einen sehr aggressiven Gegner. Jetzt hat sich Hork ein bisschen wieder zurückgeholt und hat auch jetzt konnte gute Attacken hintereinander anbringen, was wichtig ist gegen Kruk, der ja der wesentlich schnellere Gegner ist. Er ist der agilere Kämpfer, sollte er jedenfalls sein, er ist ein Meuchler, ne? Wäre schon, wenn ich ein Meuchler wäre, mir wäre es schon ein bisschen peinlich, wenn ich nicht ausweichen könnte, ne? Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen den Beruf verfehlt, ne? Da hätte ich mich auch besser vielleicht, keine Ahnung, Stein bewerben können, ne? Er zürnt durch tödliche Wunden und was haben wir da? Einen Finisher. Schönes Ding und Kruk holt sich die nächste Kerbe. Schöne Sache. Und den Kopf hat er sich geholt. Geil. Weiter geht's in die nächste Runde. Ich kämpfe für Sauron und ich werde ihm mit Freuden deinen Tod widmen. Ich glaube, der ist schon tot. Ich mag halt die Waffen von Kruk dem Rhein extrem.
Ohne Scheiß, wieder mal gut. Die, boah, der Flammenwerfer, das war auch eine gute Aktion von dem Orlok hier. Auch wenn er jetzt schon die Hälfte seines Lebens verloren hat. Natürlich, boah, dann gibt's nochmal einen Schlag oben drauf. Jetzt muss ich Krug beeilen, sonst, oh nee, jetzt hat er aufgehört zu brennen, ne? Oh, jetzt ist er jetzt schon, uiuiui, der, jo, alles klar, läuft. Krug ist tot, scheiße. Auf, komm, noch ein Rünscher können wir noch. Schönes Ding, jetzt geht's Orlok gegen Orlok. Jetzt wird gekämpft. Ich finde, man muss ja wirklich sagen, diese Bestienmeister, wie heißt's? Die haben ja diese Oh, was zum Geier, wieso ist denn der benommen? Oh, der hat wahrscheinlich Schiss vor Fluch. Das ist natürlich jetzt. Das ist jetzt natürlich eine Hinrichtung, ne? Jetzt muss er natürlich wieder zurückkommen. Es sei denn. Ja, das könnte sich schon erledigt haben, jetzt schon in den ersten Sekunden. Bestialischer Rausch, der kloppt auf den ein und zwar richtig. Jetzt hat er einmal abgewehrt, aber das war es auch schon. Er hat zwar schöne Schulterpolsterung, aber das hat sich auch jetzt schon wieder erledigt. Also, ja, das ist kein Kampf, das ist eine ausgewachsene Ermordung ist das. Ja. Jetzt komm, jetzt gibt nur einen Finisher, damit sich die Sache erledigt hat. Oh Mann. Ah, leider kein Finisher, aber tot ist er trotzdem. Okay, an der Stelle mit dem peinlichen Ergebnis schließen wir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, andere. Bleibt dabei. Macht's gut.